Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. So schön, dass du und dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ja, ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige des Wassers, meine lieben Fische geborenen. Dies ist das Kurzreading für euch im Bereich der hilfreichen Freunde. Das ist der sechste Bagua-Bereich, der dem Element Metall angehörig ist. Und für diesen sechsten Bagua-Bereich habe ich ein extra Video gedreht. Da erfahrt ihr viel Wertvolles über diesen Bereich in eurer Wohnung oder eurem Haus. Und ich hatte auch schon andere Videos gedreht, die für euch hilfreich sein können. Das ist das Video über die hilfreichen Freunde. Goldene Flügel aus dem Universum, denn die Helfer im Universum sind auch unsere hilfreichen Freunde und Partner, Mütter und Mentoren. Vielleicht wollt ihr in diese beiden Videos auch mal reinschauen, meine Lieben. Genau, und ja, wir Menschen, wir brauchen viele hilfreiche Freunde. Ja, ihr seht hier meine Schutzengelblume. Ja, vielleicht könnt ihr sie erkennen. Hier ist der Kopf. Und hier sind so die Flügelchen und hier vorne ist eine geschlossene Blüte, die sich öffnen darf. Und damit das auch passiert, damit wir uns immer wieder öffnen für die Chancen im Leben, habe ich hier meinen Optimismusstein wieder mitgebracht. Ja, dieses schöne lachende Gesicht lege ich zur Erinnerung für uns alle nochmal hierher. Und auch ganz herzlich willkommen, meine lieben Hasegeborenen im chinesischen Horoskop. Ihr korrespondiert mit den Fischegeborenen, in der westlichen Astrologie. Also ist dieses Reading für meine lieben, meine herzallerliebsten Fische und meine herzallerliebsten Hasegeborenen. Jetzt schaue ich mal. Bei welchem Projekt benötigt ihr denn die Unterstützung von hilfreichen Freunden, meine Lieben? Schauen wir doch mal mit dem Klimm-Tarot. Oh. Oh, das sind viele Karten. Okay. Das sind viele Karten. Schauen wir mal. Viele Karten sind ein bisschen arg viele. Ich schaue jetzt mal die zwei, drei wichtigsten. Zwei, drei. Oh. Ist aber rausgeflitzt, was? Die auch noch. Und jetzt noch eine, sagen wir mal, welche noch? Oh ja, okay, also die nehme ich. Ja, die lasse ich mal so. So, vier Stück. Mal schauen. Okay. Also, ich habe hier zwei tolle Menschen, und zwar den Buben der Stäbe und die Königin der Schwerter. Schaut mir hier die Königin der Schwerter. Das ist die Königin der Luft, also der Kommunikation, ja, die weiß genau, was sie will. Und die trifft auch Entscheidungen. Die steht hier in einem wunderschönen Gewand, ja. Und hier habe ich den Buben der Stäbe, ja. Der steht für, also Stab steht immer für, ja, Aktivität. Das sind die Feuerzeichen, oftmals die Feuerzeichen, also Löwe, Widder, Schütze. Kann sein, muss jetzt aber nicht sein, kann auch nur eine Energie sein hier. Und ihr seht, die beiden stehen hier in tollem Gewande, ne? Vielleicht geht es bei euch tatsächlich um ein Projekt, wo ihr Paare berät, entweder in Sachen Kleidung, also wenn es Richtung, ich sage jetzt mal, entweder Business-Kleidung, ja, Geschäftskleidung, und zwar hochwertig,
für Banken, Versicherungen, also im Bereich von Juristen oder ja, alles, was mit der Öffentlichkeit zu tun hat, auch Politiker und so weiter, auch was die Reden anbelangt. Ja, hier geht es um die Kommunikation, vielleicht schreibt ihr Reden für Politiker. Und eben auch die Bekleidung, weil die hier sehr prächtig stehen, die beiden. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass ihr Paare berät oder ihnen Kleidung für die Eheschließung anbietet. Schauen wir mal, stellen wir mal die beiden hier rein. Also es geht irgendwie um Mann und Frau. Und hier geht es um die Kelche eben, es sind 8 der Kelche. Das heißt, es geht hier schon um die Themen des Gefühls. In den Kelchen ist meistens Wasser oder eine Flüssigkeit und Flüssigkeit oder Wasser steht im Tarot immer für viel Gefühl. Ja, also hier, ja, also es könnte sein, dass diese Dame hier wie so eine Beraterin ist für die beiden hier. Ja, das kann natürlich auch in Form einer Eheberatung, Paarberatung sein, ja, eine Art Therapeutin, ja, denn hier kommt mir noch 7 der Kelche dazu, 7 der Kelche, ja, da ist immer die Frage, was ist in diesen Kelchen denn genau enthalten? Ist da wirklich viel Gefühl und viel Liebe drin, ja? Ja, denn Wasser eben steht für Gefühl, steht also auch für die Themen der Liebe, kann aber auch natürlich für Geld stehen. Im Feng Shui steht Wasser für Geld, Fluss, ja. Ja, und jeder hat ja so eine andere Auffassung von dem, was in einer Partnerschaft eben wichtig ist. Und vielleicht bist du oder seid ihr diejenigen, die da wieder ein Regulativ hineinbringen, ja. Also da etwas regulieren helfen, beraten helfen. Schaue ich mir die Karten noch an, ob das dem entsprechen würde. 4 der Stäbe. Ja. Ja, also hier, das ist auch spannend. Ja, ja, es kann sein. Hier, schaut mal, habe ich auch die Schwangere wieder. Das kann auch sich um Angelegenheiten der Schwangerschaft handeln, ja. Dass ihr hier Therapie in Anspruch oder anbietet, ja, dass ihr hier Therapie und Beratung anbietet. Hier kommen nochmal die Königin der Kelche und das Ass der Stäbe, ja, und da könnte es sich wirklich tatsächlich um eben Entscheidungen handeln, die man treffen muss oder soll. Also das passt gut. Jetzt schauen wir mal. Wie ist denn eure derzeitige Einstellung zu eurem Projekt? Wie steht ihr dazu? Ja, wie traut ihr euch da weiterzumachen sozusagen? Wo steht ihr da gerade? Ui, 10 der Kelche, ja. 10 der Kelche. Also, das ist ein absolutes Herzensanliegen für euch hier, dieses Projekt, ja. Schaut mal, 10 der Kelche und da sind einige beteiligt, ja. Vielleicht seid ihr in einer Gemeinschaftspraxis tätig oder bei einem Verein oder einer Hilfsorganisation, wo ihr gemeinsam dazu beitragt, dass die Menschen wieder in ihr Glück kommen, ja. Ob mit Partner oder ohne und was auch den Kinderwunsch anbelangt. Jetzt sollt ihr da auch weitermachen? Sollt ihr da weitermachen? Dankeschön. Sollt ihr weitermachen? Wow, schaut mal, eine hohe Arkana, der Magier oder die Magierin. Schaut mal hier, wow, ja, ihr habt die Fähigkeit, das also wirklich ganz aktiv voranzubringen, ja, ihr habt alle
Möglichkeiten in der Hand. Ihr habt die Schwerter, die Stäbe, die Kelche, die Münzen dafür. Ja, das ist natürlich fantastisch, meine Lieben. Ja, stelle ich oder lege ich hier mal dazu die, ups, die Karte. So, jetzt schaut mal die Magierin oder der Magier. Jetzt schauen wir mal, was die Engel euch noch mitgeben mögen. Denn alles ist Liebe. Bitte noch eine Nachricht oder einen Impuls für meine lieben Fische und Hasengeborenen. Vielleicht plant ihr auch selber euch noch fortzubilden in dem Bereich der Ehe, Familien- oder Paarberatung. Oder ihr habt selber Ideen, wie man das eben auch ein bisschen unkonventionell machen könnte. Ja, da kommt der Engel des Mutes, meine Lieben. Was auch geschehen sein mag, schaue nach vorn. Vor dir liegen viele neue Chancen. Seid mutig. Geh mutig deinen Weg. Ja? Egal, was in der Vergangenheit war. Ja? Da hilft eigentlich dann nur loslassen. Ne? Lass los und geh mutig voran. Ich hoffe, das hält. Und Engel der neuen Sichtweise, weil ich gerade gesagt habe, vielleicht habt ihr irgendwie eine neue Idee zum Thema der Beratung in Familien und Ehe oder Paardingen. Sieh genau hin, ja? Wenn du Beratung machst, sieh genau hin, ja? Also das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn bei mir Paare sind, dann muss man nicht nur genau hinsehen, und zwar mit dem Herzen, sondern vor allen Dingen auch hinhören. Ja? Was sagen die Menschen? Ja? Und wie kann man sie da begleiten, indem man ihnen das Gefühl gibt, dass man sie versteht und sie auch wertschätzt in ihren Ängsten und Befürchtungen und Sorgen. Ja? Also, sieh genau hin und höre genau hin, meine Lieben. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich sage immer, ups, ist jetzt nicht so schön hier. So, ich sage immer, zuhören ist lieben. Meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig mitgeben. Ja, ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo von euch und über Kommentare. Lasst mich gern wissen, was ihr da plant. Und vielleicht seid ihr beim nächsten Video wieder dabei. Das würde mich sehr freuen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Hier ist es sonnig und schön, also vielleicht bei euch auch. Macht's gut und Servus!